Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem Let's Play von Life in the Woods, Minecraft und mir, mit mir, dem Smeagol. Und ja, wir sind beim letzten Mal hier, ne? Wir haben hier die komplette Hütte fast auseinandergerupft, weil wir kommen hier nie wieder hin und nehmen die ganzen Sachen einfach mit. Der eine oder andere wird Minecraft spielen, also Life in the Woods spielen und die Sachen halt nicht raiden, also nicht auseinanderpflücken, nicht zerstören. Ich bin da halt anders drauf, also ihr kennt das Spielchen. Und von daher, ja, gut, ne? Muss man mit leben. Ich lebe damit auch schon viele Jahre, also ich komm da ganz gut klar. So, wir haben hier noch ein paar Sachen, die wir einordnen können. So, und ja, haben eine Menge Krams hier, ne? Also eine Menge Krams mitgenommen und wir sind eigentlich soweit fast voll. Die zwei Rucksäcke sind voll. Wir haben somit keinen Rucksack mehr zur Verfügung. Das heißt, im Grunde genommen, gezwungenermaßen dieser Halb- und Desterwegen, ja, wir sind meilenweit, kilometerweit von allem weg. Wir müssten da hinten hin, ja? Da müssen wir hin. So, die einzige Lösung, die wir haben, also die einzige Möglichkeit, die wir haben, jetzt den Weg, sagen wir mal, ein bisschen schneller zu gestalten, wäre, uns noch ein Portal zu bauen, ja? Wir haben hier, Moment, wir gucken mal. Es ist irgendeine Fischerhütte, wie auch immer. Da waren wir, wir haben hier ein Portal, ein Netherportal. Wir haben hier hinter der Fischi, Moment, wir gehen jetzt mal hier hinter. Ich muss das mal eben aufmachen. An der Fischi-Hütte haben wir ein Portal. So, jetzt müssten wir zumindest den Weg bis da machen oder ein neues Portal setzen und gucken, wo wir da rauskommen. Ja, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Also wir können nochmal ein Portal zum Testen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier bis zu diesem Village. Ob wir das schon aufgedeckt haben oder nicht, weiß ich nämlich gar nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Wir müssen so ein bisschen schräg in die Richtung. Das machen wir jetzt. Ja, wir gehen jetzt mal hier schräg in diese Richtung und kürzen diese ganze Tour de Ruhe hier mal ab. Ja, weil das macht uns eigentlich jetzt kein Vergnügen mehr. Weil, ne? Es macht uns kein Vergnügen mehr, weil wir haben keinen Platz mehr, um Zeug mitzunehmen. Ja? Gut, also, wir müssen jetzt hier weg. Jetzt können wir mal gucken, ob wir in diesem Village, dans le village de le Schnickschnack de Mann, weiß ich nicht, ich kann es nicht. Die Männer, die immer machen, ja. Und wir werden jetzt mal bis da laufen, über die grüne Wiese, ne? Also wir sind jetzt mal wieder ein bisschen anders unterwegs hier, grüne Wiese, komm. Grüne Wiese, Glück und Frohsinn. Wir gucken nochmal eben hier rein, in die Schlucht, Moment. Gucken wir mal, ob hier irgendwas Minenmäßiges abgeht. Nein, da haben wir keine Mine, also gehen wir mal hier rüber. Und wir gucken, dass wir möglichst schnell dahin kommen. Und dann bauen wir uns da irgendwie, wir können ja mal, wir könnten eigentlich, wir brauchen Lava, weil wir haben, glaube ich, Moment, wir gucken mal eben, wir haben Obsidian einen Obsidian, dann doch, wow, ja, also Obsidian sollten wir uns irgendwie mal einen Vorrat zulegen, demnächst, keine Ahnung, das war so 20, 30, 40, 40, 50 so dumme Dinger irgendwie mal haben, mitnehmen können. Und ja, das wäre schön, weil dann brauchen wir nicht jedes Mal und so, ne? So, und jetzt gehen wir mal hier runter und wie man sieht, ja, haben wir relativ viel Glück hier. Wir brauchen, da kriegen wir keine 10 Stück raus, ne? Das klappt nicht. Moment, wir müssen mal eben gucken. Ich gucke. Wir gehen mal hier so entlang. Guck mal, was hier hinten um die Ecke rum passiert. Weil, wenn wir hier nämlich bis runterkommen irgendwo. Moment, da kommt schon direkt wieder der erste Spacko. Ich mach mal hier ein bisschen Licht. So. Ja, und du kriegst direkt mal erst den hier verpasst. Sackgesicht. So, hier ist Nüsse. Vielleicht suchen wir uns hier einfach mal irgendwie einen Abgang nach unten, dass wir ein bisschen Obsidian abgreifen können. Hier geht's runter.
runter. Hier ist dann Ende, pass mal auf. Ja klar, warum auch nicht, ja? Warum nicht? Mal so tun, als wenn alles in Ordnung wäre. Warum nicht? Die Frage wurde schon gestellt und ja, sehr schön. Sehr schön beantwortet auch die Frage vom Herrn Kurz. Also die Frage, die Antwort der Frage, Beantwortung dieser Frage, warum nicht mal so tun, als wenn alles in Ordnung wäre. Ein sehr, sehr cooles Lied, was mit mir doch so als Person auch eine Menge zu tun hat, im Grunde genommen. Tja. Wir kommen hier aber nirgendwo hin, wo wir hinwollen. Wir brauchen, ne? Irgendwie ein bisschen Lava. Wir sind aber noch zu niedrig. Also wir sind noch nicht tief genug ins Erdreich eingedrungen. Komm, du Fatzke. So, weg mit dir. Brauche ich nicht. Keiner hier, nichts passiert. Verdammt. Gut. Also wir können jetzt mal gucken, ob wir diese Lava hier oben irgendwie hinkriegen. Mal gucken. So, wir versuchen mal. Ja, so. Also, wir nehmen mal das. Den setzen wir mal hier hin. So, jetzt, wenn wir den hier stauen würden, dann wird der... Fließt der weiter? Dann? Da hätten wir 10 Stück, ne? So, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich den hier oben abklemme. So, ob der dann unten weggeht komplett oder ob der da bleibt. Bleib doch bitte da, liebe Lava. Nein, natürlich nicht. Okay, also, wenn man einen Lavasee braucht, dann findet man keinen. Ne, das übliche Spiel, also wann braucht man schon mal einen Lavasee? Hey, ich will ein bisschen baden gehen. Das ist schon mal scheiße auf Deutsch. So, wir haben irgendwo da unser Dörfchen, da müssen wir aber noch ein Stück laufen und können jetzt nur darauf hoffen, dass wir irgendwo hier so ein Lavabecken finden, was zufällig hier übrig geblieben ist. Was wir natürlich nicht finden werden, also bin ich mir... zu 100% sicher. Moment, ich muss mal eben hier an dem Mikrofon noch ein bisschen basteln. So. Das werden wir nicht finden. Und von daher müssen wir uns gleich irgendwo runterbuddeln, weil ich würde gerne ausprobieren, wo wir auskommen. Ja. Also einfach zu gucken, ob wir, wenn wir ein Portal stellen, ob wir dann irgendwo auskommen, sodass es über Neta dann vielleicht nicht ganz so weit ist oder so. Ja, wär ja eine Idee zumindest. Ja? Also, das wäre ja eine Idee. So, hallo? Gut, tja, mitten im Nichts, wie immer, ja. Der Nebel zieht gerade hier über die Felder. Na? So, wir gehen schlafen. Wir gehen schlafen. So, mit Entengequake im Hintergrund. So, da mal rüber. Ach, so. Und dann gucken wir mal eben hier, gucke ich mal durch. Ob wir hier irgendwie, nein, auch nicht. Da hängen wieder Birnen. Jawohl, sieht so aus wie Birnen. Hier haben wir, da unten ist dann Lava, ne? Da unten wäre was, ne? Oder? Da kommen wir tief rein, ne? Sparen wir uns das Gebuddel. Oh. Nee. Ich will wenigstens Lava sehen. Wenn ich da rein... Das ist eigentlich Quatsch, die ist so tief, ne? Normalerweise, die werde ich nicht sehen, wenn ich da irgendwo in irgendeine Schlucht oder so ein blödes Loch reingucke. Boah, ich bin so manchmal, ne? Ja, meh. Lacht mich ruhig aus. Birnen. Ich will keine Birnen. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Hier ist Wasser. Hä? Hier ist ein Dorf eigentlich. Wo? Da? Dahin? Und dann rechts oder was? Da muss es sein. Da. Da ist Land in Sicht. Es ist Land in Sicht. Rochen. Hau ab. Drecksack.
So, da müssten wir, wir müssen da rüber, ne? Ja, genau dahin. Boah, das ist aber mal ein gutes Stückchen. Sollen wir das wagen? Eigentlich mit unseren Flossen sind wir relativ schnell unterwegs, ne? Ich weiß natürlich nicht, wie das sich gestaltet, wenn wir... Da genau muss dieses Dorf sein, ne? Komm. Wir machen das jetzt. Aufi. Wir sind schnell genug und da kommen die Eier. Scheiße. Komm. Oh. Oh. Nein, 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 nein. Ich will da lang. Da lang. Da, da. Haie. Nein, 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 nein. Nicht beißen. Nicht. Nein, nein. Ich habe so eine Angst, dass sie mich beißen. So. Weg hier. Ja, 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 ja. Sack. Dummer Sack. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind rüber. Ich mache mal eben hier ein bisschen Mumpfi-Mumpfi. Boah. Ich glaube, wenn wir nicht so schnell wären mit den Flossen, ne, dann hätten wir echt ein Problem, ne? Oder? Ich glaube schon, ne? Also darüber mal eben so kann man, glaube ich, nicht, ne? Puh. Aber Minecraft ist, trägt sich da, glaube ich, irgendwie ein bisschen selber aus. Das ist der normale Bambus, den kennen wir ja schon. Den haben wir ja schon mal. So, wo sind wir denn? Da müssen wir hin. Also irgendwo hier drinne, in diesem Bambuswäldchen, haben wir ein Dorf, was uns auf der Karte schon angezeigt wird. Seit einiger Zeit, aber wir es wohl noch nicht... Nein, wir haben es noch nicht entdeckt, glaube ich. Weil sonst hätte ich da diesen Grabstein dran gebaut. Wo sind wir denn hier? Da, wir laufen genau drauf zu, ne? Jetzt gehen wir mal hier entlang. So, einmal hier rum. Die Schäfchen wohnen hier im... Gucken wir mal. Wir einfach mal hier durch und dann... Oh. Wo sind wir denn? Da? Da ist mehr, aber richtig viel Wasser. So, und wir müssen aber hier in diese Richtung. Jetzt gucken wir mal. Ach ja. Ist das nett. Ich stoße die ganze Zeit hier. Irgendwie stoße ich die ganze Zeit an dieses Kabel hier vorne beim Quatschen. Da müssen wir irgendwie hin. Da. Ah, ah. Gib mir ein Dorf. Was ist das? Schwarzbambus. Haben wir schon. Brauchen wir nicht. Das ist aber mal ein cooles Wäldchen hier, ne? Oder? So, und hier auf der Wiese ist dann das Dorf, oder? Ja. Gib mir Dorf. Gib mir Dorf. Gib mir your Dorf. Da muss es sein. Muss es sein. Da muss es sein. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier? Da? Wo? Wo ist es denn? Also so weit kann es ja nicht mehr weg sein. Ne? Wir stehen eigentlich genau drauf. Ist da vorne irgendwas? Hm. Ja, der Flusslauf wird es auch nicht rausreißen hier gerade. Bin ich blöd? Wir stehen doch schon fast drauf. Ist das wieder so ein durchsichtiges, unsichtbares Dörfchen, was wir wieder nicht finden? Wir haben doch damals, wisst ihr noch, wir haben damals mal irgendwann in so einem Berg sollte, da war so ein Dorf eingezeichnet, was aber dann nicht da war. Ne? Also, von daher, wir sind eigentlich genau drauf. Hä? Wo? Das unsichtbare Dorf. Tatsächlich. Wo ist es? Wo? Ja, Schmetterling, du kannst mir auch nicht helfen. Also, wir stehen im Grunde genommen genau drauf. Ist es hier im Wasser versunken? Oder wie bitte? Ist da? Da? Nee, es sind Bäume. Hä? Hä? Also bitte, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, ne? Wo ist hier ein Dorf? Also, wir sind im Prinzip...
hier? Wir sind genau drauf. Wir sind genau drauf auf diesem Dorf. Wo ist es? Wir stehen genau drauf. Alter Schwede. Das kann doch nicht sein, oder? Wir sind genau drüber. Kann ich denn noch scrollen? Moment, ich guck mal eben was. Wir müssen noch... Ah, okay. Da, wir müssen noch ein Stückchen in die Richtung. Okay, wir sind noch nicht... Ach, okay. Na. Da und da. Ja, also, gut. Es ist an der Küste, aber gut. Ey, das liegt hier wirklich super, oder? Das ist schon geil gemacht, ne? Dieses Dörfchen hier ist schon mega. Was ich aber gerne machen würde, bevor wir jetzt in dieses Dorf gehen, ich würde gerne hier unten in diese Schlucht runter, weil wir in der Ecke da hinten, was ich gesehen habe gerade, da hinten in der Ecke ist nämlich Lava. Heißt, die Schlucht ist schon so tief, dass wir da eventuell schon mal ein bisschen was abgreifen könnten. So, heißt, wir machen jetzt mal... Oh, diesen blöden Pflasterstein, den nehmen wir als erstes mal. So, so, genau. Und jetzt gehen wir mal hier runter und gucken mal, dass wir da irgendwie... Da hinten in der Ecke. Da hinten in der Ecke. Da will ich hin. So. Da geht's nicht runter, also müssen wir hier lang. So. Super. Machen wir doch. Funktioniert eigentlich dieser alte Trick noch mit der... Jo, funktioniert. Ich wollte nur mal testen, ob dieser alte Trick mit den Fackeln noch funktioniert. Fackel drunter und alles, ne? Nachrutschende und so weiter. So. Jetzt, au, da haben wir einen Fehler gemacht. Moment, so. Dann müssen wir aber ein bisschen hier rüber. Oh, da ist der erste Buddy, der uns erwartet. Hallo, Empfangskomitee. Das ist schön. Hallo, ich mag dich auch. Oh, total wirr. Guck. Ja, du hängst da irgendwie ein bisschen fest. Tschüss. Ja. So. Okay, das hätten wir geregelt. Da gehen wir mal runter. Dann machen wir das so und dann sind wir hier irgendwo angekommen. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, dass wir Schläfchen machen hier sofort, weil wir, da ist irgendein blöder Typ. Ja, alles gut. Na, kriegen wir schon hin. So, wo ist er denn? Ach so, da. Komm mal her. Ja gut, gehe ich halt hier pennen. So. Der kann uns nicht folgen, also ne, machen wir hier mal Bettchen-Time und dann haben wir wieder Ruhe, weil das Spiel, er wurde nicht aufgefuttert vom Spiel, also machen wir es so, eben auftanken und dann gehen wir mal in die Richtung. Ja, schieß ruhig. Stört mich nicht. Zack. So. Und hier unten habe ich Lava gesehen. Aber die fließt leider nur. Na. Aber wir sind so weit unten. Komm, wir müssen Lava. Wir müssen irgendwie Lava finden. Da ist er wieder. Hier ist unsere Treppe. Also gehen wir hier einfach weiter runter. Komm.
Wir machen das jetzt einfach, ne? Und werden hier uns mal, ne? So, und dann gehen wir hier einfach runter. Ne? So, in die Richtung. Okay, das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. In dieser Folge, ja, gut, haben wir außer Fluchtverhalten nicht viel geübt und gemacht. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ja, sag einfach bis dahin. Tschaußen, euer Smeagol.